sind am Starnberger See in der schönen Gemeinde Feldafing. Feldafing ist ca. 30 Kilometer von München entfernt. In einer Urkunde wurde der Ort das erste Mal im Jahre 1116 erwähnt. Seit 1565 gehörte Feldafing zu Weilers Hofmark Garatshausen und ging dann um 1760 in den Besitz des Grafen La Rosée. Danach gehörte der Ort dem Herzog Max Joseph in Bayern, dem Vater der späteren Kaiserin Elisabeth von Österreich, bekannt als Sissi. Sissi liebte es, ihre Sommer am Starnberger See zu verbringen. Heute leben in der Gemeinde rund 4200 Einwohner. Mit dem öffentlichen Nahverkehr sind sie von München aus in einer Dreiviertelstunde in der Gemeinde Feldafing. Wir haben Bürgermeister Bernhard Sontheim besucht, waren auf der Roseninsel und bei der Freiwilligen Feuerwehr. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schauen Sie sich mal diese prachtvolle Villa an. Und wer in dieser Villa leben darf, das erzählt uns jetzt Martin Romer. Also Martin, was ist das hier für eine Villa? Das ist die Villa Waldberta. Das ist ein Artist-in-Residence-Programm. Und zwar von der Stadt München, auch wenn wir hier in Feldafing sind. Also gehört wirklich der Stadt München gehört das Haus? Gehört der Stadt München, ist eine Stiftung. Ja, die letzte Eigentümerin, die Bertha Kömpel, hat es der Stadt München vermacht. Und sie wird genutzt seit 1983 als Artist-in-Residence-Programm, also ein Künstlerresidenzprogramm. Das heißt, Menschen aus aller Welt, Künstlerinnen, Künstler, aber auch Kuratorinnen oder Kuratoren, kriegen hier eine Heimat auf Zeit. Sie kriegen von uns Zeit, Raum und auch finanzielle Unterstützung in Form von Stipendien, um hier mit Münchner Partnern an gemeinsamen Projekten zu arbeiten oder auch eigene Projekte zu verfolgen und letztendlich damit bereichern sie die Kulturszene hier. Das ist letztendlich ein Mittel auch des internationalen Kulturaustauschs. Und wie lange dürfen die dann hier leben? In der Regel sind sie 3 Monate hier, 2 bis 3 Monate. Wir sind da durchaus flexibel. Ich persönlich finde 3 Monate eine sehr gute Zeitspanne. Es gibt ja auch Residenzprogramme, die laufen 1 Jahr oder 6 Monate. Ich finde 3 Monate eigentlich sehr gut. Wenn man viel länger hier ist, dann kommt man doch sehr raus aus seinem eigentlichen Arbeitsalltag. Das ist auch für manche Künstler nicht so einfach. Und 3 Monate sind unserer Erfahrung nach einfach auch genug, um München kennenzulernen, aber trotzdem dann auch Dinge hier zu entwickeln und Kontakte zu knüpfen. Also das heißt, da kommen aus unterschiedlichen Sparten kommen Künstler zusammen. Ihr sucht jetzt nicht, dass die Gruppe homogen zusammenpasst. Das ist eigentlich egal wahrscheinlich, oder? Ich versuche schon darauf zu achten, wen ich zusammentue. Aber das kann man nicht immer vorher planen, zum einen. Und zum anderen kann man es auch nicht immer vorhersagen, weil das auch sehr persönlichkeitsabhängig ist. Aber es ist natürlich auch eine Sache, will ich jetzt Musiker zusammen mit Literaten haben? Kommen die sich in die Quere vielleicht von der Musik her sozusagen, wenn der Schriftsteller mehr Ruhe will und die Musiker dann im Erdgeschoss ihr Lager aufschlagen und sozusagen das als Probebühne nutzen? Ich versuche schon darauf zu achten, wie könnte es passen. Also das ganze Haus ausschließlich mit bildenden Künstlern würde ich vielleicht auch deshalb nicht machen, weil auch wenn unser Palmenhaus sehr groß ist, aber dann doch nicht für alle gleich viel Raum wäre, um dann hier auch ausstellen zu können zum Beispiel. Ich finde es generell schon schön, wenn die Leute aus unterschiedlichen Sparten zusammen sind, weil man ja auch voneinander lernen kann. Und wenn, je nach Person, kann das sehr gut funktionieren. Dann tut sich auf einmal ein Musiker mit einem Literaten zusammen und die merken, wow, deine Texte, die würde ich gern vertonen so. Und da gibt es ganz spannende Dinge, die sich entwickeln können, als wenn man sozusagen das ganze Haus nur mit einer Sparte füllt. Aber tatsächlich, im November, Dezember werden wir ausschließlich Musiker hier haben. Nein, stimmt nicht, eine bildende Künstlerin ist hier. Jetzt muss man unbedingt in dieses wahnsinnig beeindruckende Haus, also von außen schon mal, zeig uns doch mal ein bisschen das Haus und dann wollen wir natürlich auch wissen, wer jetzt hier gerade lebt. Mach ich ja. Dann machen wir das. Genießen Sie diese Eindrücke von der Villa Waldberta, in der schon so viel Geschichte geschrieben wurde. Gebaut wurde sie im Jahre 1902 und die Villa war schon immer Treffpunkt von Künstlern und Kosmopoliten.
Im Zweiten Weltkrieg dann von den Nationalsozialisten beschlagnahmt, durften nach dem Zweiten Weltkrieg rund 50 bis 70 Überlebende des Holocaust in der Villa leben. Während der Olympischen Spiele in München wohnte Willy Brandt in der Villa. Und seit 1982 ist sie nun Internationales Künstlerhaus der Stadt München. Und es ist wohl der einzige Ort, bei dem man den kompletten Starnberger See überblicken kann. Wir sind in Felderfing und besuchen die internationale Künstlervilla Waldbertha. Und einige Künstler, die gerade in der Villa leben, durften wir kennenlernen. Im Palmenhaus zeigt uns das Künstlerehepaar Yolanda Tabanera und Pablo Melchor aus Spanien seine Ausstellung mit dem Titel Alpentraum. Das ist Alpentraum. Das ist eine kulturelle Landschaft von Bayern, Oberbayern und auch von Alpenland. Mhm. Und das heißt, es ist hier entstanden. Habt ihr die Arbeit hier entworfen? Wir haben hier eine Art Forschungszeit gehabt. Genau. Also das war so eine Arbeit, die viel zu tun hatte mit Sammeln, mit Besuchen, Ausflügen, also bestimmte Themen und Aspekte von dieser bayerischen Kultur, die uns interessiert haben und die wir auch so dokumentieren wollten. Ja? Und das war die Hauptbeschäftigung von unserem Aufenthalt hier. Aha, das heißt, ihr seid viel rumgefahren, habt die Gegend erkundet. Ja, wir haben eine große Sammlung Fotografien gemacht. Wir haben die Rokoko-Kirchen und Kloster gesehen und auch die Wunderkammern im Schloss Ambras und auch in Landshut. Wir haben so eine große Sammlung, das könnte wie ein Museum sein. Aha, also hier wie ein Museum hier dargestellt. Wie ein Ephemermuseum. Ja? Also und da habt ihr ja auch so ein bisschen Kuriositäten gefunden, oder? Ja, oder fotografiert. Klar, das gehört auch zu diesem Thema. Also diese Wunderkammer, Rokoko, diese Aspekte von der bayerischen Kultur, wie Charivaris, also die haben was Magisches. Aber auch diese Humor, Valentin oder Achtenbusch als Regisseur und zum Beispiel beim Herzog diese Aspekte, diese mystische Bayern, diese geheimnisvolle Bayern. Also. Ja, ihr habt ja natürlich dann als Spanier sozusagen den Blick von außen, gell, wie wir Bayern hier so leben, oder? Da hat man nochmal einen anderen Blick. Genau. Das ist super interessant. Also die Alpenlandschaft und Alpenland hat so einen Zauber. Das ist also ein magisches Aspekt, der auch mit Surrealismus zu tun hat. Also ein primitiver Surrealismus, der uns auch ausgeprägt hat. Ja. Wir verlassen das Palmenhaus und treffen die bildende Künstlerin Sanne Vasen aus Maastricht. Hören Sie kurz in unser Gespräch und ich liefere Ihnen eine deutsche Zusammenfassung nach. Moment, I'm working on an archive of the flowers of the garden of the Villa Valberta. I'm trying to find the secret message of the garden. So I found out that there exists a book that was used during Victorian ages and they used this to convey a certain message without saying this message. Okay, words. Yeah, so they were creating a bouquet with flowers, and every flower has a specific meaning, but then like very specifically written down with words in this lexicon or dictionary. Sie erzählt mir, dass sie in London ein altes Buch aus viktorianischer Zeit gefunden hat, in dem jeder Pflanze eine Begrifflichkeit zugeschrieben wurde, zum Beispiel der Narzisse, die Sonne scheint, wenn du da bist. And so what this book has is like the words and then translating to the flowers. But you also have like the flowers, so like daffodil, and then it means the sun shines when I'm with you. My. You are the only one. I'm hoping for you. Damals konnte man wohl anhand eines Blumenstraußes eine ganze Botschaft übermitteln, fast wie ein Brief. And so I press them. And in the end, all of these flowers, they will be together in an installation.
Sie sammelt derzeit im Garten der Villa Blumen und Blätter, presst sie und wird daraus ein Buch binden und die Bedeutung der Pflanzen dazu schreiben. And I also made a book. Mhm. I can show you. This is a first edition that I created. And tomorrow I can get it at the city because it's made with a hardcover, green hardcover, cover with inlaid golden text. Mm-hmm. I will be very excited to see it tomorrow. But it's Wow. I scanned all of these flowers and then I look for the text that is linked to the flower or the tree. And for example, you have here love, blood, and then the red rose. Wow, very beautiful. Mm-hmm. And then, yeah, it's like you can read through it and then have, it's almost like a poem. Mm-hmm. Very nice. And so you will have an exhibition with the flowers. Yeah. When will that be? We don't know exactly, but it will be at the end of October. End of October, and somewhere in Munich? Here. It will be here? It will be here in the Palmhaus, and now we have the exhibition in Munich, in the Center Court. And then it will be here. So very it will be very exciting to have it inside of the garden, actually, like in the Palmhouse. Yeah, very nice. Where there used to be the flowers as well. Okay, maybe we can show some pictures then. Yeah, sure. So thank you, Sanne, for showing us your work. Thank you. Thank you. Dieses Wochenende noch ist das fertige Werk in der Villa Waldbertha in einer Ausstellung zu besichtigen. Zusammen mit ihrer Künstlerkollegin aus Maastricht, Anne Bücher. Außerdem lernen wir noch zwei Dichterinnen kennen. Volja Hapejeva aus Russland und Miriam Kaleja aus Malta. Und auch diese beiden Damen möchten wir Ihnen nicht vorenthalten. Lassen Sie diese Texte auf sich wirken und wir verabschieden uns von Ihnen aus der Villa Waldbertha in der Gemeinde Feldafing. Mutantengarten. Langsamer als andere Organe regeneriert sich das Herz. Ein volles Update gelingt nie, sagt die Gebrauchsanweisung. Das heißt, denke ich, alle, die drin sind, bleiben auch drin. Vielleicht verschleißt sich der linke Teil eines Körpers. Jemand verliert sein Gesicht und ein neues wächst nach. Sprachen werden sich vermischen, die Jahre und Namen. Mein Mutantengarten, wo wir uns abhanden kamen. Moag. Look how it moves clumsily. How it moves me with its slow reluctance to be in the same space with me. How it never turns its back, but never looks directly. How it protects its space, flapping. There is a nervousness beneath its wings, like a mumbled song, a hurried prayer escaping. How it flits and furrows, filling a space almost smaller than its entire body. How it prepares to lay an egg, furtively, trying to place it where I cannot reach. How it closes the air around itself, zipping the molecules shut.